Yo Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Toni und Nia Video. Leute, heute sind wir gemeinsam hier mit Mr. Brick. Und zwar haben wir gerade das Tonia Video zu Ende gedreht und Jo, ich bin so viel größer als du, fällt mir gerade erst auf. Ja, aber das ist gemein, das zu sagen, weil ich... Ne, ich bin glücklich mit es meiner Größe. Es ist doch überhaupt kein Problem, kleiner zu sein als jemand. Ist voll okay. Aber es fällt mir gerade erst auf, so als Tatsache. Ja, also, einmal kurz vorweg. Wir haben so viel Alkohol getrunken, es ist nicht mehr feierlich. Das solltet ihr nicht tun. Das ist ein pass mal einmal auf, okay? Rat. Ja. Manche Drogen sind legal, manche sind illegal. Aber das sagt wenig darüber aus, ob man... Jetzt schäme ich mich ein bisschen. Das sagt wenig darüber aus, ob man sich diese Drogen genehmigen darf oder nicht. Denn viele von den illegalen Drogen sind weniger schlimm als die legalen Drogen, was nicht heißen soll, dass sie nicht schlimm sind, aber... Du verherrlichst gerade Gras schon ein bisschen. Nein, ich habe nicht mal über Gras gesprochen. Nee, was ich damit meine nur ist, nur weil Alkohol und Tabak legal sind, müsst ihr trotzdem extrem vorsichtig damit sein. Tabak zum Beispiel gehört für mich zu einer der Drogen wie Heroin zum Beispiel, die ich niemals ausprobieren würde. Mit Tabak könnt ihr mich jagen. Soll ich mal was sagen? Do it. Ich rauche keinen Tabak. Ja, also nur so Menschen wie Nia rauchen Tabak. Nia? Wann hörst du auf zu rauchen? Bald mit der Saftkur, ne? Sehr bald, ja. Also hört ihr, selbst Nia hört bald damit auf. Leute, wenn ihr auch damit struggelt, nehmt das vielleicht jetzt ein bisschen als Anreiz. Sagt, okay, wow, wenn Nia, der krasse YouTuber, schon... schafft aufzuhören. Ihr es ja locker schafft. Ich meine, alle YouTuber sind Opfer, wisst ihr selber. Deswegen, Shoutout an dieser Stelle an Nia. Genau. Oh, guck mal hier, Wolke als Special Guest. Wolke, hey. Geh ruhig auf den Balkon, wenn du willst. Die versucht schon die ganze Zeit mit Wolke zu connecten, aber Wolke ist heute irgendwie so ein bisschen... Wo bist du, Wolke? Da. Wolke ist heute so ein bisschen... Ich weiß nicht, wie es... Launisch? Wolke hat schon aus meiner Hand gegessen, aber Wolke ist so ein bisschen, nicht mal launisch, nein. Sie ist einfach ängstlich. Die hat einfach Respekt und ein bisschen Angst und das verstehe ich auch. Ich bin sehr groß, ich bin schwarz angezogen. Ja, stimmt. Aber Ketten. Ich finde es sehr schade, weil Wolke sehr süß ist. Aber das ist Ding das ist... Sonic auf dem Ding ja, drauf? Das ist Sonic, das hat Charlie gemalt. Ach, das ist gemalt? Ja, wir haben das alles drauf gescribbelt auf den Dingern. Cool. Ja. Okay, und jetzt gehen wir erstmal auf den Balkon. Mein Arm wird voll schwer. Ich nehme die Pizza mit raus und dann setzen wir uns ein bisschen nach draußen, Leute, da sehen wir uns gleich nochmal. Genau, mein Bett. Volker hat an meinen Finger gebrochen. Und dann? Nicht mehr, aber sie hat sich getraut, an meinen Finger zu kommen. Nein, Volki! sieht man was hier? Ja, man sieht schon ein bisschen was. Okay. Ich möchte dich etwas fragen. Do it. In dem Moment, wo er sagt, do it, musst du eigentlich zu ihm rüberschwenken, weil er ja spricht. Do it. Genau, oh, aber jetzt rede ich. Und zwar wollte ich. Ist die Kamera überhaupt aufnehmen hier? Ja, das haben wir auch. So dringend pinkeln schon wieder. Und zwar wollte ich unseren Gast, den T. Der T. Den musst du mir schwenken. Ja. That's me. Würde ich. Hast du das Mikrofon an? Ja, ist immer noch an. Jetzt zu Toni schwenken. Zu mir, weil ich geredet habe. Und zwar würde ich gerne unseren Gast heute fragen. Ob es dir genehm wäre, wenn ich dir sagen würde, ey, sag doch einfach mal etwas in die Kamera, was dir so im Kopf vorgeht. Egal was, das kann total irrelevant sein und du kannst sagen, ey, eigentlich ist das total unwichtig, also würdest du sagen, interessiert eigentlich keinen. Aber wenn irgendwas, was dir gerade im Kopf vorgeht, wo du denkst, das könntest du teilen, würde es mich freuen, wenn du es teilen würdest. So ein Ding, wie ihr letztes Mal gemacht habt. Ja, genau. Wo so jeder die Kamera genommen hat und irgendwo hin verschwunden ist. Genau. Soll ich das jetzt machen? Ist das, was du von mir verlangst? Du kannst auch hier sitzen bleiben und das machen. Aber du kannst auch die Kamera nehmen und weggehen und das machen. Das Ding ist, ich muss pissen. Dann nimm die Kamera mit, wenn du willst. Auf Klo. Ja, ich will. Du kannst erst pissen gehen und dann da. Also. Ja, mach ich. Okay. Also du weißt, da vorne, das ist nicht das sind noch auf. Ich würde mir so gerne diese Kamera auch kaufen, deswegen ist es eine mach Übung. Das. Hol dir die auf jeden Fall. Das Ding ist, wenn ich sie jetzt mit reinnehme, ist doch bestimmt die Einstellung komplett gefickt. Komm, pass auf. Boah, ich sehe schon so drunk as fuck aus. Okay, Leute, geht kurz pissen, dann hole ich mir die Kamera wieder. Ich lege sie jetzt hier im Flur ab. Ihr müsst nicht unbedingt hören, wie ich puller. Bis gleich. Okay. Jetzt muss ich hier verschwinden, weil jetzt auf einmal seid ihr hier. Ja, ich kann nicht gehen. Ich gehe in dein Zimmer. Kannst du auch machen, wie du dich wohlfühlst.
Halt dein Maul, Toni. Du musst aber dann vielleicht die Helligkeit noch helfen. Nee. Okay. Aber danke. Da bin ich wieder. Geht das so? Schon, oder? Fuck, ich habe Angst, die Aufnahme komplett abzufacken. Okay. Botoni hat so ein gemütliches Zimmer. Kann ich die Kamera hier so platzieren? Ich bin bestimmt unscharf as fuck. Ihr müsst wissen, wir haben so viel fucking Alkohol getrunken. Das ist schon echt nicht mehr feierlich. Ich habe keinen Plan, ob ich hier jetzt irgendwie die Kamera vernünftig bedienen kann. Bin ich jetzt scharf? Ich denke, ich bin scharf. Bin wahrscheinlich überhaupt nicht scharf. Ja, Leute, was soll ich sagen? Toni und Nia haben gesagt, ich soll einfach sagen, was ich denke. Ich denke, es ist übelst funny, diese Videos zu drehen und so viel Alkohol in sich reinzukippen. Weil es einfach lustig ist, so hemmungslos zu werden. Ich meine, ich kenne auch Leute, die überhaupt gar nicht geil sind, wenn sie so viel Alkohol trinken und hemmungslos werden, weil hemmungslos werden halt bedeutet, es kann alles passieren. Entweder man reagiert so wie wir und man wird irgendwie offener und herzlicher. Aber ich kenne leider auch Leute, die aggressiv werden und auf einmal so die Seite von sich rauslassen, die man eigentlich nicht so gerne sehen würde. Aber ja, was ich eigentlich nur sagen will ist, trinkt nicht so viel Alkohol. Es ist jetzt gerade lustig und dieses Video macht es vielleicht auch lustig, aber Alkohol gehört zu den, auch wenn es legal ist, ekelhaftesten Drogen, die man sich vorstellen kann. Ich habe schon so eklige Dinge gesehen. Persönlich habe ich noch nicht so viel Schlimmes erlebt. Ich habe einmal gekotzt wegen Alkohol. War nicht so cool. Shoutout an Adi, der mir eine fertige Zahnbürste ans Waschbecken gelegt hat. Aber ich weiß nicht. Alkohol dürfen wir trinken in einem Video und so zelebrieren, weil das legal ist. Aber genau deswegen würde ich das gerne einmal sagen. Lass die Finger davon. Trinkt ab, also keine Ahnung, ich trinke ab und zu mal ein Glas Wein. So ehrlich will ich sein. Es soll jetzt auch nicht das größte Problem sein, aber seid vorsichtig damit. Macht uns das nicht nach, was wir hier machen. Okay. Coole Kamera, ich will die auch haben. Filmt es noch? Sag nicht, es hat nicht gefilmt. Die ist so weg dann. Doch, es filmt. Ja, ja. Leute, Nia geht's gerade nicht so gut. Oh nein. Der ist gerade auf Toilette gegangen. Der meinte, ihm ging's nicht gut. Leute, ganz kurz, einmal ganz kurz eine Lektion. Ich hab's gerade schon gesagt. Das war meine Story, die ich erzählt habe. Echt? Ja, ist wichtig. Merkt euch das, was er gesagt hat. Wenn ich glaube, also ich glaube, du hast jetzt wahrscheinlich das gesagt, was ich auch sagen will. Ich denke schon, das ist, was du sagen willst. Alkohol ist scheiße. Ich bin ganz ehrlich, aber das Problem ist, das habe ich auch schon im letzten Video gesagt, das ist irgendwie das Einzige, was in Deutschland irgendwie angenommen wird. Genau das habe ich gesagt. Das ist so dumm. Das ist so komplett stupid. Alkohol ist halt legal und deswegen dürfen wir das hier machen. Aber so. Also Leute, die Hauptkamera ist gerade ausgegangen, denn der Akku, nee, die Dingskarten sind voll. Das heißt, wir haben uns gedacht, wir drehen ein Outro mit dem Handy. Genau, deswegen sind wir hier und haben uns versammelt. Das ist jetzt dein Moment. Wie schmeckt man das? Hier versammelt. Du darfst halt auch Worte sagen, die dir wichtig sind, vielleicht, wenn du Bock hast. So, okay. Wenn du zum Beispiel sagst, Shoutout geht raus. Gerade hast du mir die Kamera gegeben. Ja, sag mal so, Shoutout geht raus, an wen du willst. Shoutout geht raus an alle coolen Leute da draußen, die wenn, nicht verklemmt sind und cool und mit denen man ehrlich reden kann über Dinge. Wenn ihr euch dazu zählt, dann müsst ihr einen Daumen nach oben geben, sonst seid ihr uncool. Und wenn nicht, auf. Geschickt. Du hast das verstanden. Sehr schön. Nia, dreh mal die Kamera, sag du mal was, geh mal her. Ich film dich einmal ganz kurz. Weil Nia ging es gerade nicht so gut. Doch, mir ging es eigentlich sehr gut, aber das Ding ist halt, die Folge ist halt so ein bisschen, sag ich mal, eskaliert so und ich muss halt schon wieder viel trinken und es ist ein bisschen unangenehm, weil mein Magen halt nicht so gut mitmacht bei der ganzen Kohlensäure, die wir trinken. Du bist schon alt, oder? Spaß. Ja, übrigens, Nia, es fällt gerade bei dem Bild voll was ins Auge. Was denn? Was hier fehlt, Leute. Oh, Leute. Oh mein Gott, da fehlt noch der Playbutton für den Toni und Nia. Als ob, Junge. Du bist ja der Meister, darin, diese Dinge einzubauen. Danke, danke. Nia, komm, pass auf. Ich würde sagen, für dieses Toni und Nia-Video solltest du
die letzten Worte haben. Okay, Leute. Naja, die passenden Worte zu finden. Oh Gott, sorry. Ich wollte dich abwerfen, aber das ist so laut wie voll. Die passenden Worte zu finden ist immer eine sehr schwierige Sache und eine große Verantwortung, gerade in meinen Augen. Aber ich muss sagen, dass ich es sehr genossen habe und es sehr appreciate, dass ihr hier seid. Und ich hoffe, dass heute in einem Jahr, Leute, ihr müsst daran denken, einen Wecker stellen, dass heute in einem Jahr... Du ein AMG fährst. Spaß. Das wäre natürlich auch cool. Das ist Nias größter Traum. Er will schon immer ein AMG fahren. Ja, es nee, also das Ding ist halt eigentlich, kurz dazu dem Thema, ich bin eigentlich nicht so der Autofan. Aber toll, natürlich bist du Autofan. Ja, aber nur durch meinen Opa, weil er halt immer Mercedes gefahren ist. Da würde ich schon gerne mal ein AMG fahren. Das wäre einfach nur mal ein kleiner Traum. Sonst nichts mehr. Sonst aber du weißt schon, dass wir mit diesem Video kein Geld einspielen, was ein AMG... Nee, natürlich nicht. Nee. Aber das ist halt ein Traum. Aber sonst habe ich alles erreicht, was ich wollte. Das ist schön, das ist schön. Sagst du jetzt noch irgendwas, so zum Tschüss oder so? Ja, Leute. Also, schätzt den Moment, den ihr gerade lebt. Und denkt nicht an zu viel über morgen nach. Süß. Und appreciated das jetzt. Alles wird gut. Solange du wild bist. Willst du auch noch was sagen? Das, was er gesagt hat. Okay, ich sag auch das, was er gesagt hat. Tschüss. Said that just one look and I'd get caught too. 'Cause there's something about